Ich möchte heute ein bisschen was erzählen über Transmedia für Kids. Wir wissen relativ viel über Erwachsene und wie sie die Medien nutzen, auch in Kombination mit dem Internet. Wir wissen relativ wenig, zumindest in Österreich, über die Kinder. Deutschland ist uns da um einiges voraus. Da gibt es seit einigen Jahren die sogenannte KIM-Studie, also Kinder- und Medien-Studie, die regelmäßig durchgeführt wird und veröffentlicht wird. Das Hauptmedium ist das Fernsehen. 93 Minuten ganz klar an der Spitze. Also allen Unkenrufen zum Trotz. Fernsehen als Medium hat da keinesfalls ausgedient. Gefolgt vom Internet, dann Games, auch Radio als Begleitmedium ist nach wie vor relevant. Abgeschlagen das Buch und die Handybenutzung. Wie gesagt, das sind Durchschnittswerte für eine sehr breite Gruppe. Der 6- bis 13-Jährigen gibt es natürlich enorme Differenzierung. Wenn die Kinder im Internet sind, sind sie in erster Linie bei den Social Media. Auch das nicht sonderlich verwunderlich. Insbesondere YouTube und Facebook als die beliebtesten Websites sind da zu nennen. Spannend ist die Tatsache, dass Medien doch sehr geschlechtsspezifisch genutzt werden. Die Zahlen sprechen da eine klare Sprache. Wir haben eine ganz klare Präferenz für das Buch bei den Mädchen. 61% geben an, in der letzten Woche mindestens einmal in ein Buch geschaut zu haben. Bei den Buben sind es deutlich weniger, also eben 41%. Beim Musizieren führen auch ganz klar die Mädchen, grundsätzlich auf einem niedrigeren Niveau. Bei den Comics und bei den Computerspielen ist es genau umgekehrt. Also die Comics präferieren ganz klar die Buben, ebenso die Computerspiele, auch das altbekannt. Das Fernsehen, wie gesagt, liegt bei allen in dieser Altersgruppe an der Spitze. Es gibt allerdings auch hier Unterschiede, nämlich in der Sender- und Sendungspräferenz. Also Kika und vor allem die Yakari, alle die selbst Kinder haben, wissen, wovon die Rede ist, sind bei den Mädchen sehr stark präferiert, Super RTL und interessanterweise keine Kindersendung, sondern die Champions League liegt ganz klar in der Spitze bei den Buben in der Sendungspräferenz. So viel zur Nutzung. Wie schaut es aus mit den Medienmärkten? Auch die sind jetzt natürlich sehr stark entlang dieser Geschlechtergrenze gestaltet, orientiert. Also sie richten sich teilweise sehr klar und sehr klischeehaft an die jeweiligen Zielgruppen. Was ist unsere Konsequenz daraus? Wir versuchen, ein Format zu entwickeln, das einerseits die Anreize schafft, auf weniger vertraute Mediengattungen einzugehen, Identifikationsmöglichkeiten jenseits stereotyper Rollenzuschreibungen zu bieten und mehrere Mediengattungen zu integrieren, Partizipations- und Kollaborationsmöglichkeiten zu bieten. Das heißt, im Rahmen eines Forschungsprojekts, bei dem wir auch mit den Medientechnikern im Hause kooperieren, versuchen wir eben ein neues Medienformat für Kinder zu gestalten. Wobei, und hier kommt sozusagen jetzt Transmedia ins Spiel, unser Anspruch ist, dieses Medienformat für Kinder, das sozusagen auch gleichzeitig geschlechtssensibel ist, transmedial anzulegen. Transmedial heißt, plattformübergreifend zu erzählen. Das heißt, die einzelnen Medienplattformen, Mediengattungen spielen eine Rolle. Sie sind sozusagen auch in sich und für sich rezipierbar. Aber sozusagen der gesamte Erzählkosmos führt dann sozusagen dazu, dass dann, wenn man wirklich alle Medien sozusagen gemeinsam und in einer transmedialen Perspektive rezipiert. Das Ganze soll sozusagen als Alternate Reality Game gestaltet werden. Alternate Reality Games, sofern sie bekannt sind, sind sozusagen so multimediale Schnitzeljagden. Man kennt sie. Ich habe ein Beispiel hier herausgenommen, vor allem auch aus den erwachsenen Medien, also um zum Beispiel eine neue Serie, einen neuen Film einzuführen. Es sind einfach Versuche, durch Hinweise im Netz, aber auch offline, eine Art von Rätsel aufzubauen, das dann transmedial bearbeitet wird. Lässt sich dieses Transmedia-Konzept denn auch im Bereich der Kindermedien realisieren? Es gibt natürlich noch eine ganze Menge anderer Fragen, die es zu beantworten gilt. Vorerst sage ich mal schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank nochmals. Thank you.